Hallo zusammen, ich bin sehr gespannt, weil heute machen wir einen Kurs bei der Sabina. Sie ist Vocal Coach, Sängerin und auch Voice Therapie macht sie. Und heute machen wir so Mantra Singing und Voice Coaching. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Nehmen wir euch heute mit. Bis später! Einen Kurs gehabt, wo wir Voice Coaching gemacht haben, Mantra und Rhythmus. Sehr, sehr spannend gewesen, also für mich auch das erste Mal. Absolute Erfahrung, ziemlich out of the box. Vor allem so die ersten paar Minuten, sage ich jetzt mal, das sind schon auch ein bisschen länger gegangen, wo man sich ein bisschen stretchen und Gesichtsmasken machen und wirklich eine neue Form von Atmen habe ich jetzt entdeckt heute. Sehr, sehr spannend gewesen. Für mich ist es wirklich so auch so gewesen, dass ich das Gefühl kann, eben, ich schäme mich und ich finde es wirklich ein bisschen peinlich, wenn ich so Grimassen muss machen. Aber was ist der Sinn von dem eigentlich? Wieso sollte man eigentlich Grimassen machen? Im Alltag sind wir ziemlich hängend. Und wenn die Sonne nicht scheint, sind wir wirklich noch mehr hängend. Und die Stimme braucht eine lebendige Maske. Also das heisst nicht, dass wir so reden müssen, aber wenn diese Muskeln belebt sind und agil, dann ist unsere Sprache reicher. Ja, wir können Nuancen ausdrücken. Und es ist auch ein natürliches Facelifting. Es macht Freude. Mhm. Ja. Das tut sozusagen deine Muskeln trainieren. Tut Muskeln trainieren, Muskeln lockern. Man merkt, wow, ich habe ein Gesicht. Ich bin nicht da so. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, wir schauen immer, das Ideal ist immer wieder in die Balance gehen. Es hat Menschen, die sehr statisch sind. Mhm. Es hat Menschen, die sehr expressiv sind. Und beide Extreme bringen uns nicht in ein zentriertes Auftreten. Außer wir haben die Eigenschaft, dass ich, es gibt so Personen. Also, wir müssen immer uns selber bleiben. Aber beide Extreme, egal wo wir sitzen, könnt sehr, sehr profitieren von einer Lockerung, einer Entdeckung. Vielleicht benutzt du sehr viel da, aber da bist du statisch. Oder da bist du statisch. So, es geht. Auch durch eine exzessive Bewegung kannst du dann wieder auch in eine Ruhe gehen. Und wie deine Balance finden. Und dann ist es ein bisschen weitergegangen. Also dann ist man eigentlich vom Stehen ins Sitzen gekommen, wo wir dann angefangen haben zu singen. Okay? Also für mich war es dann so, okay, wir fangen jetzt ein bisschen an singen. Und das ist schon eine Herausforderung. Wenn ich, also ich tue ab und zu auch meditieren. Es war für mich eine Herausforderung, jetzt, um das Singen in Meditation umzuwandeln. Also wenn man meditiert, dann tut man sich so auf den Atem fokussieren oder auf eine Emotion, die man gerade hat. Fokussieren. Und beim Singen war es so, ich habe mich dann auf Singen fokussiert. Ich singe auch gerne ab und zu. Ich habe früher so öfters mal gesungen. Und umso mehr hat mir das auch Spass gemacht. Aber ist das die Idee? So. Also, das ist sehr, sehr gute Frage. Es hat verschiedene Arten. Es hat verschiedene Arten von Meditationen. Man kann in der Stille meditieren, mit der Atmung, das, was du beschrieben hast. Das ist für ganz viele Menschen ist das sehr schwierig, den Gedankenfluss zu stoppen. Und Mantra übersetzt heisst Werkzeug für den Geist, um den Geist bündeln und in der Ruhe bringen. Das heisst, wenn wir durch Mantra meditieren, jetzt haben wir nur gesungen, aber bei dir tun wir auch Mantra chanten, das ist mehr monoton. Dann tun wir uns so
mit diesen Klang. Der Klang ist laut, verbindet uns. Und wir haben eine ganz grosse Chance, dass wir aufhören, vielleicht nicht nach 5 Minuten, aber aufhören zu denken und wie auf einer anderen Ebene durch die Frequenzen hineinsenken. Und man sagt auch, dass für die heutige Zeit, wo unser Geist so aktiv ist, Mantra, Meditation ein sehr, sehr geeignetes Medium ist, um einfach in die Stille zu kommen. Weil es schwierig ist, um nur auf den Atem fokussiert zu bleiben. Das kann für ganz viele Menschen sehr, sehr schwierig sein. Und darum ist Mantra-Meditation eine wunderbare Alternative für die Leute, die diese Beziehung haben. Weil Singen ist ein fantastisches Werkzeug, um unsere Emotionen, vor allem die, die uns ein bisschen im Weg sind, Freude steht meistens nicht im Weg, aber der Ärger, die Frustration, Angst, Sorgen. Wir behalten das irgendwo gespeichert im Körper. Und wenn wir einen Ton geben und wenn wir ein Mantra singen, das ist wie, wenn wir in dem Moment werden wir ein Transformationsofen. Wir können die Alchemisten sein. Ein Transformationsofen, wo ich es kann, zum Beispiel sagen, ich bin ärgerlich, aber ich kann meine Chefin oder meinen Chef nicht sagen, aber ich komme in die Klasse und sage, und dann gehe ich raus und das hat wie können wieder einen Fluss, weil Emotionen hat mit Motion zu tun. Und wenn die Emotionen nicht fließen, werden wir krank. Wir alle. Und wir alle haben unsere Emotionen und es ist wie, ich habe so das Bedürfnis nach Klagen. Ich habe jahrelang das Bedürfnis nach Klagen gehabt, ich habe es nicht gewusst. Und ich habe gemerkt, wenn ich Opernarien singe, die Drama, nachher war es mir völlig wohl. Weil es ist wie wenn die tiefe Klage Emotionen hat sich gerade durch den Kehlkopf hat können raus. Es ist wie wenn man auf die Toilette geht. Und nachher ist man, ist man frei. Ja, das ist so. Wir müssen irgendwie im Flow bleiben. Wir sind, das heisst, also wir stellen fest, oder was wir jetzt gelernt haben eigentlich und was wir auch mitgeben, ist, dass egal was für Emotionen man sich in sich drin hat, also meistens natürlich negative, weil die positiven sind ja okay, die negativen Emotionen, dass man sie fließen lassen muss und teilweise einfach rausschreien muss. Rausschreien, es kann ganz etwas sanft sein. Ja. Man muss nicht immer schreien. Es kann also, und das heisst nicht, dass jeder muss gut singen können. Nein. Das kann man auch noch sagen. Nein. Also die, wo, sind alle sehr nicht mit dem Gesangstalent zu tun. Nein. Und das ist ein Luxus, den wir haben. Wir müssen nicht auf die Operbühne, wir müssen nicht im Hallenstadion singen. Wir können uns die Freiheit schenken, locker, easy, mit unseren Fehlern ins Stimmcoaching kommen. Das ist ein Luxus. Ist ein Luxus. Mega cool. Und dann haben wir so noch einen Schluss gehabt, der sehr überraschend war für mich. Also vom Stehenden, im Sitzenden, haben wir am Schluss liegen. Und was ist dort passiert? Also auf einmal habe ich so komische Töne gehört, ich bin Augen zu und man schaut nicht sofort. Aber es waren recht spezielle Töne, die sehr, sehr speziell waren jetzt von mir. Aber ich habe es gleichzeitig mega, mega schön gefunden. Was hat das für eine Wirkung? Weil es für mich nicht so klar zu definieren ist. Also die Wirkung ist sehr individuell. Das war eine Shavasana. Shavasana heisst, man liegt, man kann sein sitzen, man bleibt in der Ruhe und man lässt alles, was man bewegt hat, zellulär, energetisch, emotional, es ist so ein starker Impuls nach so 90 Minuten. Man lässt einen Moment Zeit, dass das sich setzen kann, dass man in die Ruhe und dass man die Ruhe geniesst. Dass man nicht einfach von einem Tag und jetzt gehe ich raus und renne umeinander. Und wir haben das Glück gehabt, dass Shavasana ist von Toni, von seinen Perkussionen begleitet war. Also wir haben es nicht in Silence gehabt, sondern er hat uns mit dem Hang
begleitet und mit einem anderen Instrument, wo ich nicht weiss, wie es heisst. Es ist so wie ein Hackbrett, aber es kommt aus dem Orient. Und ja, das ist. Jede Person kann einfach mitfliessen und sich berühren lassen. Das hat sich auch so wirklich angefühlt, so, als wenn man irgendwie auf einem sehr salzigen Meer, wo man so ein bisschen am Schweben ist. Sehr schön, sehr schön. Wo man sich nicht muss anstrengen muss, um da oben zu bleiben. Genau. Das hat mir sehr gefallen. Das Fallen lassen. Ja. Klang Ozean. Genau, genau. Super. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank, Elias. Es hat mich sehr gefreut, auch können, euch und am Publikum das zu erzählen und das zu teilen. Und ich freue mich auf euch. Danke. Tschüss.